Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video, Technik-Video. So, da bin ich mal wieder heute mal mit was ganz Neuem für mich. Was heißt ganz neu? Ein niegelnagelneuer Monitor für mein Asus ROG Ear 8.2 bzw. auch für meinen Laptop, damit ich dann besser schneiden kann. Was genau das für einer ist, den zeige ich euch noch gleich. Ihr wundert euch natürlich, wo ist denn hier die Verpackung hin? Ja, das ist leider das letzte Modell gewesen, das Vorführmodell sozusagen. Ich war da mal im Mediamarkt statt bei Amazon und habe dort eingekauft. Also fangen wir mal an und schneiden mal das Ganze hier auf und schauen uns den Monitor genauer mal an. Also und. Lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir es mal auf. So, das Ganze drehe ich mir jetzt mal schnell um. Und wir versuchen mal vorsichtig hier die Folie wegzukriegen. Ich weiß, das ist jetzt gar nicht so optimal. Ja, hier ist ein bisschen Platz. Boah. Da kommt schon mal das Netzteil. Wir haben das direkt immer vor Ort im Markt so verpackt, damit nichts passieren kann mit dem Verkäufer zusammen. War schon krass, weil die Verpackung war dann wirklich im Eimer. So, jetzt hier nochmal vorsichtig sein. So. Jetzt den ganzen Mist hier irgendwie. Abkriegen. Das haben wir gut verpackt. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das jetzt so lange dauert. Machen wir mal die Folien hier weg. Also dabei natürlich das Netzteil, ein PC-Kabel, ganz normal, also Monitorkabel und für die Lautsprecher, also das Lautsprecherkabel dann, weil ihr habt hier bei dem Teil zwei Boxen mit dabei. So, Dylan. Dann noch die ganze blöde Folie ab. Ich drehe das mal kurz um. So. Das war jetzt der ganze von Philips, 24 Zoll, die genaue Bezeichnung mache ich dann euch unten mit rein. Ich baue mir jetzt mal was auf, am besten an meinen Laptop, das geht am schnellsten. Und danach nochmal mein Asus ROG. Also, bis gleich. Wir gehen jetzt am besten mal schnell hinter. Da kann ich euch das noch zeigen, was hinten alles so für Anschlüsse versteckt sind. Ups. Ihr habt hier HDMI, DVI, den normalen Monitoranschluss, Klinkestecker für den Ton und natürlich Netzteil. Dieses Knubbelchen ist euer Stick für die Bildschirmeinstellung. Das können wir gleich mal machen. Es ist ein ganz leichtes Teil. Ich hoffe, ich bin noch gut im Bild. Wenn ihr nach rechts mit dem Stick geht, habt ihr hier die unterschiedlichen Modi. Dann sucht ihr euch zum Beispiel Audio, nochmal rechts und nochmal rechts für Volumen. Hoch und runter ist dann die Verstellung,
Also runter leiser, hoch lauter. Dann möchtet ihr wieder raus, einfach nach links, links und nochmal links. Dann seid ihr draußen. Also total easy. Ich werde mal einfach mal ein Video mit reinmachen und mal aus dem Bild erstmal verschwinden. Dann sehen wir mal, wie das Teil sich so schlägt für mich. Und natürlich muss ich dann noch meinen ASUS ROG G8 II aufbauen. Ich schaue jetzt mal, wie das so ausschaut mit dem Text und mit meinem YouTube-Video. Ich bin jetzt zwar verschwunden jetzt mal. Wie schaut denn das hier so aus? Ja, mein Laptop, ihr seht ihr ja auch noch. Also hauen wir erstmal das ganz normal rein. Also schaut sehr gut auch vom Kontrast, also vom Bild her, also echt cool. Bin dann schon angemeldet hier. Schauen wir gleich mal. Vielleicht hören wir dann auch gleich noch den Ton von diesen 3 Watt Lautsprechern. Hallo? Ja. Hier haben wir mal mein neuestes Video. Da bin ich mal gespannt. Hoffe ich, ist das jetzt nicht zu laut. So, ich mache da mal ein bisschen mehr Lautstärke rein. So, das wäre dann dieser fast maximale Klang. Also man kann natürlich noch ein bisschen mehr reinstellen, wenn man die Lautstärke erhöht. Ich mache es mal ganz normal über den Balken. Also ich würde sagen, etwas blechern, aber so für den Gebrauch, wenn man das nebenbei haben möchte, ist es schon okay. Da kann man eigentlich nichts sagen. Das passt ja auch, wenn ihr den Bildschirm euch so anschaut, vom Bild her ist es eine coole Auflösung. Und man kann da echt nichts sagen. Das heißt jetzt Härtetest fürs Spiel. Bin gespannt, wie sich das angeht für mich, weil ich habe eigentlich jetzt immer bisher am Fernseher gespielt und normalerweise müsste das dann viel besser gehen. Doch dazu kommen wir dann später mit meinem kleinen Schlussfazit. So, wichtiger wäre jetzt noch für mich das Magix. Zu wissen, wie das hier jetzt läuft, ob ich da vielleicht ein bisschen mehr Bildschirm habe. Ich habe zwar auch am Laptop Full HD, aber halt nur 13 Zoll. Das hier sind ja 24 Zoll. Mal schauen, wie da hier jetzt der Bildschirm aussieht. Da bin ich jetzt erstmal neugierig, noch bevor wir dann erstmal umbauen, weil ich ja eigentlich mehr oder weniger meine Schnittprogramme am Laptop mache. Nehmen wir mal ein gespeichertes Projekt einfach. Mal schauen, was wir da haben. Zum Beispiel das. Ja, schaut gut aus. Also man kann da bedeutend mehr erkennen. Also ich würde es ja dann auch später mal ausprobieren, ob ich dann vielleicht 4K mit meinem anderen Computer besser rendern kann als wie am Laptop. Am Laptop kriege ich ja maximal nur Full HD. Also gefällt mir schon ganz gut, das Teil. Dann jetzt sehr endgültig Cut und feuerfrei für meinen ASUS ROG G8 II. So, da wollen wir mal jetzt einen Spieletest machen. Mal schauen, wie jetzt der Unterschied ist zum ganz normalen Fernseher. Ich kann das natürlich hier euch nicht so direkt zeigen, weil von den Frameraten her oder von dem Eindruck her jetzt nur beim Monitortest, das kriegt er gar nicht so rüber, weil ich habe ja einfach auch nicht die Technik dazu. Wir fahren jetzt hier einfach vor mir easy, machen dann im Rennen einfach so, just for fun. Mal schauen, wie ich dann hier mitkomme. Mal schauen, wie jetzt auch der Ton dann ist. Etwas leiser. Obwohl es geht. Mal gucken. Boah. Und schon mache ich erstmal meine Namen alle Ehre. Ich glaube, da mache ich nochmal schnell Neustart. Das ist ja schon etwas peinlich. Probieren wir nochmal schnell hinterher zu fahren, dass ihr mal seht,
wie der so reagiert. Also ich finde, schaut schon mal ganz gut aus. Also halt von den Kanten und Kletten her ist natürlich so ein reiner PC-Monitor meilenweit weg von einem Fernseher, also eigentlich andersherum. Der ist halt bedeutend besser als nur der Fernseher, wenn man den als Monitor nutzt. Das ist schon der Hammer, wie dieser Philips 24/6e hier agiert. Und ihr merkt selber, ich habe jetzt schon hier arge Probleme, mich erstmal wieder zurechtzufinden, aber echt cool. Also muss ich schon sagen, es macht schon Spaß. Oh, gut, gleich mal einen Unfall gemacht. Ich wollte eigentlich nur die Ansicht wechseln. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Da höre ich mal erstmal auf. Aber ihr seht schon, grundsätzlich sieht er gar nicht so schlecht aus. Und ich finde auch, er reagiert super. Ich habe jetzt habe ich jetzt mir hier schon installiert. Die Steam-Edition, da könnte man dann hier, sage ich mal, mit dem schnelleren Programm. Oder die Waldfee, natürlich habe ich jetzt kein Internet gerade an. Er geht auch erstmal offline. Hier halt auch wahrscheinlich dann viel, viel besser schneiden, weil das Programm eben halt einfach, wie soll ich sagen, schlicht und ergreifend eben halt auf diesen großen Monitor viel besser rüberkommt. Ich lasse das Ganze jetzt mal, weil wir wollen das Video nicht mehr zu lang machen. Also ihr seht schon, hier könnte man dann super gut arbeiten. Der Monitor ist halt viel größer als wie mein Laptop. Also nicht schlecht. So. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich in Zukunft hier schneiden und arbeiten und könnte den Laptop eigentlich immer weglassen. Ist natürlich auch ein bisschen besser für die Augen. So. Okay, kommen wir jetzt zum Fazit. Unschwer zu erkennen ist, dass wir nicht mehr bei Nightshift sind. Ich muss mal kurz runterschauen, ob ich überhaupt meinen Ton gerade aufnehme. Ich wollte euch mal zeigen, wie so ein ganz normaler Film oder ein Serienteil hier angezeigt wird. Eigentlich recht gut, finde ich. Auch von der Bildqualität her ist der Philips 24/6e sehr gut. Kann ich mich nicht beschweren. Funktioniert super bei Spielen, natürlich dann auch bei euren ganz normalen Anwendungen wie Facebook, Word-Dokumenten oder halt im Office-Bereich. Also wird alles sehr gut angezeigt. Reagiert auch sehr schnell. Die 5 Millisekunden sind ausreichend für Gamer, aber die meisten natürlich von euch Spielern schwören auf 1 Millisekunde. Ich muss aber sagen, mir hat halt dieser Standfuß so dermaßen toll gefallen, dass ich gesagt habe, der ist es. Ich habe ihn gesehen, habe gesagt, der ist es. Jetzt musst du nur noch wissen, wie viele Millisekunden der eine Reaktionszeit hat. Habe den Verkäufer gefragt, er meinte 5 Millisekunden. Siehe da, er hat es mir sofort aus dem Stegreif gesagt, ohne dass er was groß schauen musste. Also Top-Leistung. Und somit habe ich mir halt dieses Teil gekauft und ich muss auch sagen, für 149 Euro macht ihr eigentlich da nicht viel falsch. Ihr habt ja zum Beispiel auch die zwei Lautsprecher drinnen. Es geht soweit vom Klang, ihr dürft natürlich dann keine Buse oder sowas erwarten, das ist klar. Aber für den Hausgebrauch nebenbei im Arbeitszimmer drüben, wenn ihr mal rübergehen müsst und verbannt werdet, weil Frauchen eben halt eine Arztserie schaut oder, na gut, ich schaue jetzt hier gerade auch eine Arztserie oder so, irgendwie Herzschmerz, ne? Dann passt das Teil super. Also ich denke mir, ich werde mit dem wahrscheinlich öfter mal arbeiten, vor allen Dingen dann wieder das Schnittprogramm nutzen mit meinem etwas besseren PC, der etwas kräftiger ist als mein Laptop. Also ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Ah, eins habe ich noch vergessen. Wie gesagt, ich habe es euch erst ganz kurz gezeigt. Den Blaulichtfilter, den finde ich sehr gut. Den könnt ihr vor allem abends reinmachen. Das schont euch zum einen eure Augen und macht euch nicht so, wie soll ich sagen, nervös oder munter dann wieder. Ihr wisst ja selber, um was es da geht. Ich danke euch, wie gesagt, dass ihr jetzt hier gewesen seid. Hoffe, wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal. Habe ich das erst richtig gesagt? Ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal und wünsche euch einen schönen Tag noch und viel Spaß beim Zocken mit dem Philips 24/6e. Ciao!